Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Wie Sie wissen, zeigen wir jeden Monat einmal einen besonders herausragenden aktuellen Kinofilm, wie wir sonst sagen. Das heute ist so ein kleines bisschen die Ausnahme, weil Sie kriegen gleich deren zwei geboten, denn heute geht es um mittellange Filme. Das ist keine Abwertung, dass das eben weder kurz noch lang ist, sondern irgendwas dazwischen, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich ist das etwas, was besondere Aufmerksamkeit im deutschen Kino verlangt. Denn es sind oftmals Filme, die eine ganz eigene Handschrift entwickeln können, weil die Filmemacherinnen und Filmemacher da weitgehend ungestört wirklich ihre Idee umsetzen können. Das führt dazu, dass manchmal auf Festivals, und leider sind es auch da nicht allzu viele, die diese Art von Filmen zeigen, wirkliche Perlen sich auftun. Und genauso war das bei den vergangenen internationalen Hofer Filmtagen im Oktober. Da lief Mama Told Me Not to Look into the Sun und das ist ein Film, den ich Ihnen heute unbedingt präsentieren möchte. Die Filmemacherin ist auch hier. Sie hat auch vorher schon eben den 30-Minüter Ariel gemacht, preisgekrönt. Und ich finde das auch ganz spannend, dass wir heute vielleicht diese beiden Filme mal so zusammen sehen. Danach wird es ein Gespräch geben mit Ulrich Sonnenschein und Lilli Tautfest. Ulrich Sonnenschein ist vom HR und Autor bei EPD Film. Das ist, wie Sie wissen, wenn Sie langjähriger oder häufiger Gast unserer Veranstaltung sind, Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Und die machen mit uns in Kooperation diese Reihe. Aber langer Rede, kurzer Sinn, ich möchte Ihnen jetzt gerne die Regisseurin mit nach vorne rufen. Begrüßen Sie aus Köln kommend Lilli Tautfest. Willkommen in Frankfurt. Hallo Lilli. Hallo. Ja, ich habe gerade von Hof erzählt. Das ist natürlich eines der ganz großen Festivals in Deutschland. Wie war dein Erlebnis, deine Erfahrung bei diesem Festival? Es war sehr schön in Hof tatsächlich. Woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass mein Film gut angekommen ist. Ja, er avancierte wirklich zu so einer Art Geheimtipp. Also man hat so das Gefühl gehabt, jeder wollte den noch irgendwie sehen und hat dann immer geguckt, wo läuft der noch so. Ja, ich war auch echt ganz glücklich darüber, weil also die erste Vorstellung, der hatte dort seine Deutschlandpremiere und die war schon recht gut besucht, aber war jetzt auch nicht alles voll und dann ab der zweiten Vorstellung war es irgendwie total gerammelt voll und jeder hat versucht noch reinzukommen und den Türsteher zu überreden. Das hat mich natürlich total glücklich gemacht und gefreut. Und du warst sogar nominiert für den Förderpreis Neues Deutsches Kino damit. Genau, ja. Ja, erzähl mal, du studierst an der KHM in Köln. Nicht mehr. Nee. Aber du hast studiert. Der Film ist noch im Rahmen von dem entstanden, oder zumindest Ariel. Ariel war mein Abschlussfilm an der KHM und Mama Told Me war so ein etwas seltsamer Hybridfilm. Weil es war nicht mein Abschlussfilm, aber es war der Abschlussfilm von der Kamerafrau. Und das heißt, wir konnten den als ein Hochschuldiplom drehen, was de facto vor allen Dingen bedeutet, dass wir die Mittel der Hochschule, also die Technik und die Schnitträume, wobei das haben wir dann gar nicht gemacht, verwenden konnten und eben auch so ein kleines bisschen Geld hatten von der Hochschule, was aber wirklich, also es gibt da ja Filmhochschulen, die ihre Hochschüler mit sehr viel Geld segnen, das ist an der KHM nicht der Fall, also das waren bei uns nur ein paar tausend Euro. Aber dadurch konnten wir den Film eben überhaupt produzieren. Aber für mich war es eben nicht mehr mein Abschlussfilm und ich war dann auch nicht mehr in der Hochschulbetreuung, sondern die Kamerafrau. Bevor ich dich bitte noch was zu den Filmen zu sagen, sag noch was zu den Längen. Ist das quasi mit Absicht jetzt passiert? Wir reden ja heute über mittellange Filme auch, 30 und 60. 60 ist ja schon wieder sehr nah an der Grenze, wo man dann von abendfüllendem Spielfilm redet. Oder war das einfach Zufall, dass das jetzt so lang geworden ist? Nee, Zufall war das nicht. Also der erste, der 30 Minuten, das war einfach so, dass ich das gerne als meinen Abschluss machen wollte. Ich hatte davor Kurzfilme gemacht, eben einen etwas längeren Film, mich mal darin versuchen, etwas anders zu erzählen, weil man erzählt einfach in einem Kurzfilm wesentlich pointierter und anders als eben in einem mittellangen Film. Und der 60-Minüter ist auch vor allen Dingen so entstanden. Also es hatte mehrere Gründe. Der eine Grund war, dass ich nach der Hochschule immer wieder gehört habe, ja, wir würden ja gerne einen Langfilm mit dir machen, aber du hast ja bisher nur einen Kurzfilm gemacht.
Und deswegen wollen wir ja keinen Langfilm mit dir machen. Wenn du wenigstens, ja, und 30 ist ja auch nicht so lang, also wenn du wenigstens was Längeres gemacht hättest, was mir auf die Nerven ging. Der andere Grund war aber auch, dass ich gerne einfach eine richtige Geschichte erzählen wollte. Eben wie einen vollen Film, aber etwas in einem Rahmen, was wir eben mit unseren Mitteln und unseren Umständen auch stemmen konnten, weil wir das alles sehr selbst gestemmt haben eigentlich. Ohne aus irgendwelchen äußeren Einflüsse auch. Jetzt werden Sie gleich zwei Filme sehen. Zunächst Ariel, 30 Minuten direkt in Folge, dann 60 Minuten Mama Told Me Not to Look into the Sun. Und da werden Sie auch auf eine kleine Reise geschickt werden. Vielleicht ein bisschen Urlaubsfeeling auch so ein bisschen aufkommen lassen. Magst du uns noch was vorweg auf den Weg geben, worauf besonders geachtet werden soll? Oder was ist deine Ansage vorher? Nein, also nichts, worauf man besonders achten müsste. Ich wünsche Ihnen einfach viel Spaß damit. Und also der zweite Film entführt Sie eben in die Toskana, wobei ich nicht weiß, ob er Ihre Urlaubsgefühle so sehr ansprechen wird. Ja, wir sagen auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass du hier bist. Und nachher freuen wir uns aufs Gespräch. Lili Tautfest und Film ab. Dankeschön. Danke. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie da bleiben. Du hast recht mit den Kabeln. So. Ja, zwei Filme, die man normalerweise nicht so zusammen sehen würde, die aber, wie ich finde, recht gut zusammenpassen. Was verbinden diese beiden Filme für dich? Naja, also ich glaube, hört man mich? Ja? Mhm. So? Also was sie vor allen Dingen für mich miteinander verbinden, ist das, was mich eigentlich immer an Filmen interessiert, und das ist eine gewisse Atmosphäre auch zu erschaffen und eben nicht nur eine Geschichte zu erzählen. Und also bei dem zweiten Film ist es natürlich noch stärker als bei dem ersten Film, aber eben auch eine Sinnlichkeit zu erschaffen. Sinnlichkeit ist ein gutes Stichwort. Es gibt eine starke Körperlichkeit in diesen Filmen, die nicht gedeckt wird von einer Erzählung oder von einer Herleitung über eine persönliche Geschichte. Was interessiert dich an dieser Körperlichkeit? Also es ist, ich glaube, es ist was mich einfach schon immer auch fasziniert in Filmen, die ich selber geschaut habe. Weil das ist ja eigentlich das, was passiert. Es sind ja Körper, die im Film miteinander interagieren. Und mich interessiert daran, und auch gerade der weibliche Körper, der ja so aufgeladen ist im Film ganz stark dadurch, dass er ganz viel durch den männlichen Blick auch angeschaut wurde und ganz oft zu so einem Objekt auch wurde. Und mich interessiert daran eben den subjektiv, den weiblichen Körper handeln zu sehen und zu sehen, wie er, sei es jetzt eben auch sexuelle Begierde, aber auch die Arbeit auf dem Land oder so verrichtet. Also wie agiert der weibliche Körper im Film? Oder wie kann das auch anders möglich sein als das, was man vielleicht sonst kennt? Hat das für dich dieselbe Wertigkeit, Arbeiten auf dem Land und Erotik, also körperliche Erotik? Ja, das hat für mich schon eine, also das ist für mich miteinander verbunden. Das ist ja auch das, also ob es jetzt das An- und Ausziehen ist, was ja auch immer wieder vorkommt, oder eben was der Körper auf dem Land tut und die Sexualität. Gut, bei der Sexualität ist natürlich nochmal der Unterschied, da hat man noch das Interagieren mit einer anderen Person, aber das ist ja bei Mama Told Me auch mit dem Interagieren mit der Mutter wieder gespiegelt. Das hat ja auch so einen Körper, ist auch so ein körperlicher Akt des Pflegens und des Hebens, und also diese Verbindung wollte ich auch herstellen. Es gibt so verschiedene Momente, wo wir quasi sie und ihre Mutter in einer ähnlichen Kadrierung im Bild haben, wie dann später die Mutter und ihn oder sie und ihn, also so dieses Spiel damit, dass das alles diese körperlichen Handlungen sind, die dann auch intim werden. Wobei die Intimität nicht grenzenlos ist, zumindest die zwischen Mutter und Tochter nicht. Also da gibt es eindeutig eine Grenze, auch im Sinne von Ausstellung von Nacktheit. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch kein Interesse von mir, das auszustellen. Auch Nacktheit auszustellen, also oder jetzt irgendwie den, also man könnte sich ja den alten Körper auch ganz anders
gezeigt vorstellen. Also darum geht es mir nicht so sehr. Ich glaube auch, dass also diese Parallelität, es geht ja auch um Attraktivität. Also diese alte Frau ist trotz aller Gebrechlichkeit immer noch eine attraktive Figur. Und die Attraktionen verschieben sich, genau wie auch in Ariel, kommen wir vielleicht gleich noch zu, zwischen ihr, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, wie heißt sie, Carol? Wer jetzt? In Mama Told Me. Camilla? Camilla, genau. Also zwischen Camilla und dem Mann und der Mutter und dem Mann und Camilla und der Mutter gibt es so eine Art Attraktivitätsverschiebung. Man weiß bis zum Schluss ja nicht genau, wie sich das verhält. Eigentlich denkt man, sie will die Mutter verlassen. Dass sie es am Ende nicht tut, hat auch was mit Attraktivität zu tun, oder sehe ich das falsch? Na, hat was damit zu tun, also dass sie am Ende nicht verlässt, hat auch was damit zu tun, dass sie sich natürlich, dass sie diese Liebe für sie empfindet, die so gleichzeitig, wie sie diesen Hass auch empfindet. Und was die Attraktivität angeht, also es war mir auch wichtig, dass die Mutter spürbar jemand ist, die in ihrem Leben wesentlich mehr als ihre Tochter eben attraktiv war, angesehen wurde, das ausgelebt hat, also schöne Kleider und all diese Sachen gemacht hat, die ihre Tochter jetzt überhaupt nicht macht, weil sie da auf diesem Land ackert. Und insofern vielleicht ja auch die attraktivere Frau war, als sie jung war. Und auf eine Art es vielleicht auch weiterhin ist, aber die Tochter eben auch etwas davon haben möchte. Diese Attraktivitätsverschiebung setzt sich ja fort, auch in der restlichen Bildlichkeit des Films, weil sie lebt auf diesem Hügel, in diesem alten, nicht besonders mondänen, aber sehr malerischen Haus, mitten in Weinbergen, mit einem alten, nicht sehr malerischen, aber funktionalen Swimmingpool. Und trotzdem ist die Sehnsucht ein Äußeres. Also sie sehnt sich nach etwas, was außerhalb dieses Kosmos liegt. Wir allerdings finden die Idylle in den Bildern da. Also wir würden da wahrscheinlich eher hinwollen als weggehen. Mit diesen Momenten spielt der Film ja ganz stark. Ja, also wichtig war mir allerdings auch dabei, dass also diese Landschaft, diese toskanische Landschaft ist ja auch, die ist wirklich wahnsinnig schön und sie ist wahnsinnig idyllisch und kann auch leicht kitschig werden. Und wichtig war mir eben Bilder zu finden, die diese wilde Schönheit eher transportieren. Und eben nicht so sehr dieses Kitschige, was man so aus dem Fernsehen vielleicht kennt. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man dort ist, weil es eben, also es gibt einfach diese wahnsinnigen Sonnenuntergänge und all das. Und gleichzeitig sozusagen diese Schönheit zu zeigen und zu zeigen, wie diese Schönheit aber zum Gefängnis werden kann. Das ist sozusagen ja eigentlich der Kern des Films. Also ich, auch als ich den geschrieben habe, so war die Idee, an diesem Ort einen Film zu machen. Und ich wollte eben was machen, was mit dieser Schönheit, dieser Sinnlichkeit, dieser Atmosphäre von diesem Ort auch spielt und einem dann aber eben genau nicht die Geschichte gibt, die man da eigentlich erwarten würde. Vielleicht kam mir das auch nur so vor, aber ich hatte das Gefühl, du wechselst dann in dem Moment, wo es droht, kitschig zu werden, das Material. Und plötzlich wird das Bild grobkörnig, wenn dieses Tuch am Zaun weht beispielsweise. Da ist plötzlich ein anderes Filmmaterial, was sozusagen die Irrealität betont und nicht das Rosamunde-Pilcher-Bild. Also es freut mich, wenn das so funktioniert. Dieses Material, das war eben eine Idee von Anfang an, um da noch eine weitere Ebene mit reinzubringen, um noch ein anderes Gefühl auch für den Ort zu bekommen und auch so eine Art von, ohne dass es jetzt total konkret ist, was soll dieses Material sein, aber sowas wie eine Vergangenheit oder eine weitere Schicht noch auch an diesem Ort hinzuzufügen. Du hast uns vorhin erzählt, du hast eine persönliche Beziehung zu dem Ort. Magst du das eben erzählen? Ja, das ist das Haus, gehört meinem Vater und ich bin dort schon seit ich ein kleines Kind bin, also seit ich 3 Jahre alt bin, habe ich da immer meine ganzen Ferien verbracht in der Kindheit und fahre da auch heute immer noch hin. Und also das ist so was wie mein zweites Zuhause. Und ich wollte auch immer schon, also schon als Jugendliche habe ich davon fantasiert, dort einen Film zu machen und
Das habe ich dann mit diesem Film verwirklicht. Als Jugendliche habe ich dann noch ein bisschen andere Ideen gehabt dazu, wie der aussieht, aber ja. Aber es ist interessant, das hat man, glaube ich, nicht so wahnsinnig oft, dass der Ort sozusagen die Geschichte generiert. Wie kommt dann das, was du an Handlungen dir gestattest, wie kam das zustande? Naja, also mir geht es relativ oft so, dass mich Orte inspirieren. Also wenn ich irgendwie durch die Landschaft fahre, dann sehe ich ein bestimmtes Haus oder ich bin an irgendeinem Ort und dann fällt mir da eine Geschichte zu ein. Das geht mir mit Orten eigentlich mehr so als mit allen anderen Sachen. Insofern lag mir diese Art zu arbeiten. Und ich finde es recht schwer zu beantworten, wie dann die Geschichte da dazu kam, weil das ist irgendwie, das ist kein so, kein bewusster Prozess gewesen, sondern ich glaube, dass sozusagen so ein Mutter-Tochter-Thema schwebte mir irgendwie im Kopf herum. Und an diesem Ort konnte ich mir dann auf einmal so gut vorstellen, wie, was würde denn passieren, wenn man wirklich so ganz verdichtet, verengt, nur diese Leute sich da anguckt, was passiert, wenn da so ein Dritter mit reinkommt. Das ist, glaube ich, genau das, was auch beide Filme für mich sehr stark verbindet. Es gibt einen Satz von Rainer Maria Rilke, der heißt, der Ort der Liebe ist immer der Dritte. Das heißt, sowohl in der Wahrnehmung, wenn man zwei Liebende wahrnimmt als Außenstehender oder als Ort der Eifersucht oder als Ort der möglichen Verbindung zwischen zwei Leuten, es ist immer der Dritte. Und das ist in den beiden Filmen, sowohl in Ariel als auch in diesem, in Mama Told Me, genau die Konstellation. Es gibt zwei Frauen und einen Mann. Und es gibt eben diese Verschiebung von Attraktivität und ja, Beziehungsstrukturen. Und das ist das, was ich so empfinde, aus Ariel sich sozusagen übertragen hat. Kann man das so sagen? Ja, also auf jeden Fall. Ich finde es eine sehr interessante Beobachtung. Es ist mir so noch gar nicht aufgefallen, aber es ist, glaube ich, auch was, was mich wirklich interessiert. Also dadurch, diese Spannungen, die dadurch eben zwischen den drei Leuten entstehen, das ist was, was mich ganz stark interessiert. Es ist ja in beiden Filmen so, dass die körperliche Beziehung zwischen Zweien einen Dritten ausschließt. Also bei Ariel wird quasi der Ehemann, der erst starke körperlich, der eigentlich nur dadurch auftritt, dass er als Partner im sexuellen Akt dargestellt wird, wird plötzlich verschwindet der in der Beziehung zwischen diesen beiden Frauen. Hier ist es umgekehrt, hier ist es so, in dem Moment, wo der Mann auftaucht, droht die Mutter zu verschwinden, die aber, auch das Paradox, quasi dadurch, dass sie nicht selbstständig ist, nicht verschwinden kann. Mhm. Also es gibt so Zwänge, es gibt auf der einen Seite die Ehe, auf der anderen Seite diese Beziehung zu der Mutter. Zwänge in Beziehungen, ist das auch so ein Thema von dir? Ja, also es ist auf jeden Fall bei den beiden Filmen ganz, ganz stark ein Thema. Also ich würde auch sagen, dass man bei Mama Told Me sogar sagen könnte, dass es mit der Kern des Ganzen, diesen Zwang in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, der ja auch auf eine Art schon auch wechselseitig ist. Also auch wenn natürlich die Mutter die Abhängige von der Tochter ist, gibt es ja trotzdem auch, also ist ja auch die Tochter abhängig wieder von der Mutter, der irgendwie dieses Haus gehört und von deren Mutterliebe sie auf eine Art eben auch einfach abhängig ist. Und Das hat mich total interessiert, also zu sagen, wie kommt man denn da eigentlich raus oder was ist, wenn man da eben gar nicht mehr rauskommt? In der Synopsis zu dem Film steht, dass diese Camilla schon 40 ist. Das erfährt man, glaube ich, nur, wenn man das liest. Im Film wird es nicht angesprochen, aber sie ist ja auch schon fortgeschrittenen Alters. Ja, also man sieht es ja, ich weiß, dass Katrin Bühring sehr jung aussieht, aber sie ist tatsächlich auch 40. Und man sieht es ihrem Körper ja schon auch an, dass es jetzt kein Mädchenkörper mehr ist. Und das war mir schon auch sehr wichtig daran, weil wenn das eine Geschichte ist, wo das eine 20-Jährige ist, hat das für mich viel weniger Gewicht. Dann ist das einfach ein ganz normaler Ablösungsprozess. Aber die Frau hat sich eben nicht abgelöst. Ja, umso erstaunlicher, dass sie diese Ad-hoc-Beziehung eingeht. Sie weiß so gut wie nichts von diesem Mann. Das Einzige, was sie weiß, ist, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, und löst das sozusagen in einer
abrupten Körperlichkeit auf. Ja, es ist so wie die einzige Möglichkeit, dass es überhaupt passiert. Weil sie, also ich habe mir immer vorgestellt, was würde passieren, wenn der nette Nachbar mal vorbeikäme. Und da würde sie einfach sofort abblocken, weil sie dieses Machtgefüge eigentlich auch gar nicht ändern will, obwohl sie da nicht glücklich drin ist und eine Sehnsucht hat, macht sie das ja auch selbst. Und dadurch, dass er quasi so, wie so durch die Hintertür reinkommt, er ist niemand, es gibt keine Gefahr, dass sich daraus eine Beziehung entwickelt eigentlich. Deswegen kann sie dem da auf einmal nachgeben. Und gerade deswegen entwickelt sich auch eine Beziehung. Ganz genau, ja. Und hat ja einen relativ absurden Touch in dem Moment, wo sie dann für 3 Tage einkauft und der Mutter eine Schüssel hinstellt und sagt, ich habe für 3 Tage einkauft, ich gehe jetzt. Und nach 3 Tagen, ja. Ja, aber sie kann eben nicht einfach nur gehen, weil so verpflichtet fühlt sie sich dann. Also sie will immer noch irgendwie die gute Tochter sein, die das dann doch alles richtig macht. Du hast vorhin so ein bisschen lapidar gesagt, du hast einen längeren Film machen wollen, weil immer alle Leute gesagt haben, du hast ja noch keinen längeren Film gemacht, also können wir nicht mit dir zusammenarbeiten. Ich glaube, so einfach ist es dann doch nicht. Es gibt ja schon auch eine Form von Ästhetik, die sich entwickelt. Und Ariel noch stärker als Mama Told Me Not to Look into the Sun, um den ganzen Titel nochmal zu sagen, verzichten ja nicht aus Zeitgründen auf die Geschichte, sondern in dem Moment, wo man die Geschichten auserzählen würde, würden sie sie mit Banalität erschlagen. Natürlich, klar, auf jeden Fall. Also das ist, das habe ich so ein bisschen lapidar gesagt. Und da steckt zwar auch eine gewisse Wahrheit drin, aber natürlich dann nicht mehr in dem Moment, wo es dann darum ging, die Geschichte zu schreiben und die Geschichte zu entwickeln. Und die Geschichten sind schon so lang, wie sie sein können. Und wie sie das auch tragen. Weil mir ging es eben ja auch nicht so sehr darum, wie man ja merkt, eine plotreiche Geschichte zu erzählen mit irgendwie vielen Wendungen, sondern das zu schaffen, das mit dieser Atmosphäre und in dieser Erzählweise, dass es das trägt. Und das ist in dem Fall, sind das eben 60 Minuten. Kannst du dir vorstellen, dass Ariel auch 60 Minuten hätte dauern können? Ja. Hätte er schon. Also das wäre dann schon noch ein bisschen anderer Film gewesen. Aber so von den Grundvoraussetzungen, ja. Und dann hätte ich auch mehr Zeit gehabt. Also was ich ja bei Mama Told Me hatte, die Zeit mir zu nehmen, zu sagen, ich erforsche das auch, ich lasse das auch passieren. Und das ist bei Ariel jetzt ja auch dann teilweise auch etwas, wie ich finde, gehetzt, also auch wenn der Film nicht gehetzt ist, aber wo ich eigentlich auch gerne noch mehr Zeit gehabt hätte, mich nochmal mit den beiden Frauen irgendwie in Ariels Schlafzimmer zu begeben oder so. Du hast ja bei Ariel hast du so handlungsbefeuernde Momente, quasi diese Disco-Szene, wo sie mit den beiden Männern, sagen wir mal, tanzt, dann die Drogenszene, die alles im Prinzip handlungsbefeuernd wirken, aber du machst da nichts weiter mit, sondern du lässt das so stehen als quasi Wegmarke. Mhm. Ja. Auch da würde ich wiederum mutmaßen, würdest du das auserzählen, hättest du große Schwierigkeiten, gegen Klischees zu kämpfen? Sicherlich. Das denke ich auch. So kann man auch einfach nicht erzählen im Langfilm. Also dazu muss man dann doch noch komplexer die Figuren anlegen und mehr da auch auf die Handlung eingehen. Also ich glaube, bei Ariel, ich hätte auch nicht mehr Zeit jetzt in dieser Nacht zum Beispiel verbringen wollen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eher davor. Ich glaube auch. Also in dem Moment, wo es diese handlungsbefördernden Elemente gibt, darf man nicht mehr sagen als diese Andeutung. Und all diese, also beide Filme leben ja ganz stark von Atmosphäre und von Andeutungen. Wenn du jetzt einen langen Film machst mit 90 Minuten, würdest du diese Andeutungsebene beibehalten oder würdest du dann versuchen, wie auch immer, einen Plot herzustellen, der mehr Konsequenz erfordert? Naja, ich schreibe ja auch gerade an einem langen Film und das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Ich bin einfach kein Freund von Backstory und dann erzählen, deswegen ist das und das. Und
Warum sitzt die Mutter im Rollstuhl? Ja, ja, also es ist einfach nichts, was mich interessiert. Und das merke ich auch bei dem Schreiben des Langfilmes. Aber also ich glaube aber auch einfach daran, dass man das nicht unbedingt braucht. Das heißt nicht, dass man nicht wissen muss, als Autor, als Regisseurin, was diese Figur antreibt. Und ich glaube aber, es reicht sozusagen, dem Zuschauer gewisse Hinweise zu geben und ihn dadurch neugierig zu halten. Und so arbeite ich jetzt auch mehr bei dem Langfilmbuch. Es gibt auch weiter Anleitungen. Natürlich enthüllt sich etwas mehr. Das, also wie ich schon gesagt habe, das geht halt auf eine Länge von 90 bis 100 Minuten nicht. Aber also ich glaube, diese ganz klassische Dramaturgie, die so funktioniert. Papa ist nie zum Baseball gekommen und deswegen hat der Sohn jetzt ein Trauma und daran hängt sich die ganze Geschichte auf und am Ende nehmen die beiden sich in den Arm. Finde ich einfach nicht so spannend. Wobei Entwicklungen lässt du ja durchaus zu. Ja, das schon, ja. Also auch dramatische Wendungen, also als sie sich dann einmal entschlossen hat, wegzugehen, dass sie dann nach 2 Minuten doch nicht weggeht, ist ja schon auch eine sehr dramatische Wendung. Nee, ich habe auch überhaupt nichts gegen Dramaturgie, das wollte ich damit nicht sagen. Was ich einfach nur nicht so schlüssig oft finde, ist eben, wenn solche Hintergrundgeschichten so groß ausgebaut werden und das dann alles so psychologisiert wird und das soll mir dann irgendwie das erklären, warum der Film stattfindet, weil der Film findet für mich halt immer in dem Moment statt, in dem ich ihn sehe. Und da ist irgendwie das Spannende und das Interessante, was mich interessiert, was auch zwischen den Figuren passiert. Und deswegen kommt es mir halt immer seltsam vor, wenn ich über diese andere Geschichte erzählen wollte, die das Ganze so antreibt, dann würde ich diese andere Geschichte erzählen. Also für mich sind es ja Filme, die versuchen, Glück zu erkunden. Misstraust du diesem Konzept Glück? ja. Auf jeden Fall. Es ist ja auch ein sehr behauptetes Konstrukt. Kann man überhaupt glücklich sein? Was ist glücklich sein? Wie geht es über den Moment hinaus? Ja, das ist die Frage, lässt sich Glück erhalten? Ja. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Momente, die das Glück untermalen, sage ich mal, im Film, in Bildlichkeiten, also alleine diese Szene, wo sie durch diesen sehr kühlen Pool gleitet, das hat schon einen ungeheuer attraktiven, glücklichen Aspekt. Auf jeden Fall. Darin sehe ich auch Glück. Also das ist das, worin sich das manifestiert im Leben. Und ich glaube, das ist auch was jeder nachvollziehen kann, weswegen das auch eine Kraft hat, dass es eben diese sinnlichen Momente sind, in denen man das Leben so richtig spürt. Und gleichzeitig spürt man bei ihr ja aber auch eine Sehnsucht. Und da hört dann ja das Glück schon wieder auf. Wie interpretierst du den Titel? Mama told me not to look into the sun. Meine Mutter hat mir immer gesagt, nicht in die Sonne zu schauen. Naja, für mich ist das die Mutter, die er einfach immer verboten hat, alles Schöne zu machen. Also in die Sonne schauen ist gefährlich, aber in die Sonne schauen ist eben auch schön. Also da ist es interessant und da, wo es gefährlich wird, wird es interessant. Und das ist das, was ihre Mutter ihr auch vorenthält. Und ich habe auch da so ein Glücksmotiv gesehen. Also Sonne steht ja immer, in Bildern steht Sonne immer für Glück. Und wenn man reinschaut, passiert eben genau das Gegenteil. Ja. Wo kommt der her, der Titel, und warum auf Englisch? Den Titel habe ich, weiß ich nicht mehr so genau, wo er herkommt, war da. Und auf Englisch, ich fand es gerechtfertigt, ihn auf Englisch zu setzen, weil ich finde ihn einfach sehr schön und dass er sehr genau auf den Punkt bringt, was in dieser Geschichte passiert, auf eine abstrakte Art oder halbwegs abstrakte Art. Und ich fand es so gerechtfertigt, das auf Englisch zu machen, weil das ja auch ein Film ist, in dem mehrere Sprachen gesprochen werden. Du hast vorhin kurz erzählt, dass beide Filme ja im Rahmen der Hochschule entstanden sind. Das ist ja, man sieht es auch im Abspann, also da gibt es
Doppelung, Leute, die immer wieder vorkommen, Florian Frey, Katja Rivers-Pinson. Das sind Leute, die mit dir zusammen studiert haben, die so eine Art studentisches Netzwerk bilden und dann macht man solche Filme. Wie hat man sich das denn konkret vorzustellen, wenn du sagst, die Hochschule ist eben nicht wie andere Hochschulen bereit, die Filme voll zu finanzieren? Wie kommt es zustande? Am Ende konnten wir sehen, Crowdfunding, aber auch das ist ja nicht so einfach für ein Studentenprojekt, Crowdfunding zu finden. Ja, also die Hochschule stellt eben die ganze Technik zur Verfügung und die Leute arbeiten ja auch umsonst für einen. Also das funktioniert auf so einem Tauschsystem, auf eine Art. Also man hilft auch bei anderen Studentendrehs und dann gibt es Leute von der Hochschule in Düsseldorf, die dann dort Ton studieren und dann froh sind oder nett sind oder beides zusammen bei dem Projekt mitzumachen. Und das heißt, dieser Teil ist sozusagen abgedeckt, aber alles, was darüber hinausgeht, da gibt es eben an der KHM ein relativ geringes Budget, von dem man seine drei Projekte, die man da insgesamt macht, finanzieren muss. Und die Länge ist aber einem selbst überlassen. Alles selbst überlassen, das ist das Schöne an der Hochschule. Und das reicht aber nicht aus. Also bei Ariel hatte ich ja auch ein bisschen Filmförderung von NRW. Und also Abschlussfilmförderung ist natürlich auch nicht im geringsten zu vergleichen mit der Filmförderung. Klar. Auch ein paar tausend Euro. Und hier hatten wir das Problem tatsächlich, dass wir keine Förderung beantragen konnten, wegen dieses Konstrukts oder eigentlich ist es ja kein Konstrukt, wegen dieses Ausnahmefalls, dass ich als Regisseurin und Autorin schon mit der Hochschule fertig war und die Kamerafrau eben ihr Diplom gemacht hat und dadurch sie konnte keine Abschlussfilmförderung beantragen als Kamerafrau und ich konnte keine Abschlussfilmförderung beantragen, weil ich schon Abschluss gemacht hatte. Ich konnte aber auch keine normale Filmförderung beantragen. Weil es in Italien spielt? Ja, und weil es ein Hochschulfilm ist. Mhm. Also, und deswegen hatten wir da keine Möglichkeiten. Und deswegen haben wir dann eben Crowdfunding gemacht. Und das war schon recht aufwendig auch. Also wir sind dann schon nochmal hingefahren vorher, haben da ein kleines Video gedreht, haben irgendwie... Crowdfunding ist ja auch immer mit, man bekommt etwas dafür, dann haben wir da irgendwie unsere die Geschenke, die Gadgets ausgedacht, was man bekommt, wenn man spendet und haben uns dann eben so ein bisschen Geld zusammengekratzt von überall, hatten am Ende 9.000 Euro. Das ist das, was der Film gekostet hat? Ja. Respekt. Da traue ich mich fast nicht zu fragen, wie geht das jetzt weiter für dich? Also jetzt kommt das harte Leben. Ich sage es immer wieder, weil ich es so gruselig finde. 60% der Hochschulabgänger sind weiblich. Am Markt am Ende bleiben 3%. Ich will jetzt nicht schon wieder die Frage stellen, wo verschwinden die 57% Regisseurinnen hin? Was stellst du dir vor, wie es weitergeht? Naja, ich stelle mir natürlich die Zukunft rosig vor. Klar. Ich arbeite, wie gesagt, an einem Langfilm jetzt gerade und außerdem haben wir auch ein Kollektiv gegründet mit 5 anderen Regisseurinnen zusammen und wir wollen eben auch gemeinsam Filme machen und uns gegenseitig bei unseren Einzelprojekten unterstützen. Das sind Isabel Schuber, Laura Labs, Ziska Riemann, ich und assoziiert ist noch Julia von Heindt. Und wir wollen halt, also wir sind offensichtlich alles Regisseurinnen und glauben halt auch daran, dass es hilft, wenn man sich gegenseitig unterstützt dabei, dass es eben mehr als 3% am Ende bleiben. Das ist ein Schritt, aber damit hat man noch keine Filme finanziert. Nee, natürlich nicht. Das ist der Weg, die Filme zu finanzieren, der ist auch, wie er ist und den versuche ich jetzt auch zu gehen. Damit habe ich auch mein Leben noch nicht finanziert. Das ist auch immer noch eine andere Frage. Natürlich muss ich nebenher arbeiten. Und zwar als im Fach oder völlig fachfremd? Nein, ich versuche schon, eigentlich arbeite ich auch nur im Fach. Also ich arbeite manchmal als Cutterin auch,
Aber ansonsten versuche ich schon hauptsächlich als Regisseurin oder als Autorin zu arbeiten. Das sind dann natürlich nicht unbedingt immer Spielfilme. Aber ich arbeite zum Beispiel, drehe ich Reenactments oder ich habe schon Spots gedreht. Werbespots. Das ist ja die Verführung, die da aber immer steht, schnelles Geld. Ja, aber nicht so in dem Sinne Werbespots, das waren jetzt schon nicht mehr, wie Detlef Book. Das waren jetzt mehr so Social Spots, kann man eher sagen. Da verdienen natürlich viel weniger. Ja, klar. Klar. Dieses Kollektiv finde ich spannend, weil das gibt es nicht so häufig und schon gar nicht nur mit Frauen. Könnt ihr euch auch vorstellen, ein Filmprojekt an einem Film alle fünf zu arbeiten? Also alle fünf an einem ist vielleicht ein bisschen viel. Aber es gibt auf jeden Fall schon Ideen in die Richtung, dass wir zumehrt an vielleicht auch mal an einem arbeiten, ja. Und muss man sich das konkret vorstellen? Ihr habt ein Büro gemietet und sitzt da zusammen und tauscht euch regelmäßig aus über Ideen, Projekte oder wie? Nee, also ganz konkret ist es so, wir hatten eine Weile ein Büro, das haben wir jetzt leider im Moment nicht, aber wir treffen uns, also wir haben ein konkretes Projekt, an dem wir im Moment zusammenarbeiten und da treffen wir uns eben in regelmäßigen Abständen und im Moment, also der Plan ist da einen Writers Room zu machen, sobald wir den finanziert haben und dann einfach gemeinsam eben auch zu schreiben. Und dieses Netzwerk, was von der Uni her existierte, hat sich das aufgelöst oder ist das sozusagen der zweite Ring? Nee, das hat sich nicht aufgelöst. Das hat sich natürlich teilweise entfernt. Das liegt dann aber zum Teil auch daran, dass ich eben auch jetzt in Berlin inzwischen wohne, wobei auch einige nach Berlin gezogen sind. Und das gibt es schon noch zum Teil. Also es ist natürlich auch so, dass einige aus diesem Netzwerk eigentlich auch selber Regie gemacht haben und machen. Die sind dann natürlich mehr als Freunde oder so noch vorhanden. Aber es gibt auf jeden Fall, also ich denke, da wird es auch zukünftig noch Zusammenarbeiten geben. Und dieses andere Netzwerk ist jetzt ja so zum Teil auch ein bisschen aus diesem Into the Wild-Programm entstanden, bei dem ich eben eine Stipendiatin war, das Isabel Schuber ins Leben gerufen hat, gerade um Frauen in der Filmbranche zu fördern und ihnen Einstieg zu ermöglichen. Bist du deshalb nach Berlin gegangen? Nein, das war zufällig zeitgleich, aber es hat perfekt gepasst. Es gibt ja Stimmen innerhalb der Filmszene, die sagen, man müsste Fernsehen und Kino kategorischer trennen, also auch die Fernsehförderung aus dem Film fernhalten, weil eben Fernsehen hinterlässt seine Spuren und jeder Film, der fernsehgefördert ist, Kinofilm, trägt das in sich, ob man es dann unbedingt sieht oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Wie stehst du dazu? Also ich verstehe diese Haltung, auf jeden Fall. Ich bin ja jetzt noch nicht in die Situation gekommen, da Redakteure mit an Bord zu haben, die mir reinreden, um es negativ auszudrücken. Aber ich glaube, das schon auch wahrzunehmen und zu sehen, dass das einen Unterschied macht. Also es gibt da auch sicherlich immer rühmliche Ausnahmen und Redakteure, die da irgendwie die gut sind, wo man auch sieht, dass immer gute Filme bei rauskommen, auch fürs Kino eben gut sind, nicht nur fürs Fernsehen gut sind. Aber ich finde das schon einen interessanten Ansatz, diese Idee zu sagen, okay, warum müssen von vornherein Fernsehen mit drin sein, warum muss von vornherein Fernsehen mitreden? Weil es sind einfach zwei unterschiedliche Medien. Ist ja auch gar nicht so, dass es irgendwie das eine gut, das andere schlecht ist. Darum geht es ja gar nicht. Es hat ja beides seine Berechtigung und es gibt sehr gutes Fernsehen. Aber warum muss man das so miteinander vermischen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Du hast gesagt, du bist in der zweiten Drehbuchfassung bei deinem neuen Film. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, irgendwann wird ein Produzent versuchen, Geld einzutreiben. Oder wirst du das alleine machen und wirst du den neuen Film auch für so eine geringe Summe realisieren wie Mama Told Me? Nein. Das geht bei dem neuen Film auch gar nicht. Aber ich will das auch gar nicht. Es muss ja du willst endlich mal Geld verdienen. Ja, also ich will auch endlich mal Geld haben, um es in den Film zu stecken. Also ich bin schon mit Produzenten im Gespräch und habe da, glaube ich, auch schon einen ganz guten gefunden inzwischen.
Wichtig ist mir natürlich, dass ich den Film so machen kann, wie ich ihn machen möchte. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf dieser Reise, wie mir das gelingen wird, wie einfach das sein wird. Den Produzenten, den ich gefunden habe, der scheint auf jeden Fall auf meiner Wellenlänge zu sein. Das ist ja schon mal sehr wichtig dabei. Ich denke auch nicht, dass ich jetzt wahnsinnig viel Geld für den nächsten Film haben werde, aber man weiß es ja nie. Es ist aber dadurch, dass es ein Roadmovie ist und der spielt in Portugal, und alleine dadurch ist es einfach schon mal teurer. Warum Portugal? Wo doch die Toskana so praktisch wäre. Weil es nicht immer die Toskana sein kann. Weil der Film inhaltlich an Portugal gebunden ist. Also der spielt auch zum Teil in der Aussteigerszene und geht eben auch um eine Deutsche, die dahin geht oder abhaut und sich dann dort wiederfindet. Und dort gibt es einfach eine sehr große Gruppe von Aussteigern, von Deutschen, die dort leben als Aussteiger und quasi ein alternatives Lebenskonzept zu dem, was sie hier in Deutschland vorfinden und wie man hier zu leben hat, wie man hier irgendwie ins System passen muss oder eben halt rausfällt. Und die dort versuchen, auf eine andere Art zu leben. Und das ist eben ein Teil des Films. Also es geht jetzt nicht nur um Aussteiger. Das Mädchen wird Taschendiebin. Und es geht also eigentlich um Taschendiebe. Aber dadurch eben Portugal, weil auch wirklich dort das existiert. Und weil dort Leute eben nach einem Weg suchen. Da muss man seine Kinder nicht unbedingt in die Schule schicken. Man kann die homeschoolen, man muss sich nicht melden, man kann irgendwie in seinem Auto leben. Also es ist einfach eine Freiheit, die dort möglich ist, die es jetzt hier so nicht gibt und eigentlich auch in keinem anderen europäischen Land. Also in Italien kann man das auch nicht mehr machen. Freiheit bringt mich nochmal zurück zu dem Konzept mittellanger Film. Es ist tatsächlich so, dass du da großmögliche Freiheit hast, aber am Ende erschlägt diese Freiheit auch den Film in der Wahrnehmung, weil es gibt keine Abspielorte. Jenseits von Festivals, und selbst da haben wir vorhin gehört, genau wenige. Könntest du dir vorstellen, nochmal einen mittellangen Film zu machen? Also ich finde das schon ein sehr spannendes Format auch von seiner Länge her, und irgendwie finde ich es auch schön, was man da erzählen kann, und das ist eben irgendwie schön knackig auf eine Art. Also es ist nicht immer dieser, Spielfilme werden ja immer länger und länger und länger und man zahlt jetzt immer schon Überlängengebühr. Und also ich finde, eigentlich ist das auch eine schöne Art, einen Film zu machen. Also ich kann mir das schon vorstellen, auch wenn mir die Auswertungswege natürlich nicht gefallen, aber so, es gibt ja auch, also vielleicht öffnen sich da ja auch noch Auswertungen. Es gibt kleines Fernsehspiel, was ja längenmäßig variabel ist. Und es gibt natürlich, so Black Mirror wäre ein Beispiel, Netflix-Serien, die eben genau mit diesem Konzept arbeiten, die seriell mittellange Filme aneinanderreihen, die miteinander nichts oder nur ganz wenig verbindet. Vielleicht entwickelt sich da ja was. Lohnt sich das, sich dafür einzusetzen? Ich glaube, es lohnt sich immer, sich für die Vielfalt auch einzusetzen, weil warum muss immer alles gleich formatiert sein und gleich aussehen? Also dann entsteht nichts Neues. So, kurz auf die Uhr gucken und dann gebe ich Ihnen nochmal die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Genau, ich komme dann mit dem Mikro zu Ihnen und Ramin ganz oben. Nee, wir zeichnen auf, deswegen. Wir zeichnen das auf aus dem Vorführraum, da hört man dich nicht. Ja, wunderbare Filme und auch diese, ich habe auch diese Poesie sehr, sehr geliebt, also Poesie zwischen Protagonisten, also in knappe Dialogen, so vielen Dank. Aber ich habe eine Frage. Beim zweiten Film, dieser mysteriöse Mann, der kommt in die Szene, man weiß nicht, warum er im Gefängnis war, aber kann man vermuten, dass er ein Mörder war. Und dieser Mörder wird ein Engel und Erlöser zwischen Mutter und Tochter. Und dann am Ende irgendwie die Tochter, die ein Engel war für Mutter, wird eine Mörderin. Habe ich richtig verstanden? Also die
dieser Rollenwechsel zwischen Mörder und Engel oder zwischen Gut und Böse? Also ich hätte es jetzt nicht so formuliert und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass er ein Mörder ist. Also ich habe das auch absichtlich offen gelassen, aber er ist ja jetzt auch nicht sehr gewalttätig. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er handelt nicht auf die Art, die man von ihm erwartet, sondern er handelt eben gut oder mehr oder weniger gut. Und sie wird eben von dieser ganzen Situation und von ihrer Mutter und durch diese Überforderung, in die sie auch reingerät, kommt sie zu dieser Handlung, die sie ja auch überhaupt nicht wollte, aber die ja einfach die ganze Zeit irgendwie auch schon in ihr drin steckte. Das heißt, es ist ja auf eine Art, ist es auch wie eine Befreiung, dieser Schlag, der aber gleichzeitig dazu führt, dass sie eigentlich in einem noch größeren Käfig steckt. Ja, du hast auch diese Poesie ja gerade angesprochen. Das ist ja mit ein Grund. Es waren nicht nur die mittellangen Filme, die wir jetzt hier in ins Zentrum stellen wollten, sondern auch dieses Label, was wir Neue Deutsche Sinnlichkeit hier vor 3 Jahren mal genannt haben, als wir ein Symposium gemacht haben dazu, weil es tatsächlich eine Strömung gibt im deutschen Kino, wo man sich wirklich mal mehr Zeit nimmt, auch in Bildern zu schwelgen, wirklich die für sich sprechen zu lassen und dann diese Sinnlichkeit, diese Körperlichkeit damit zu integrieren. Hast du dich als Einzelkämpferin gefühlt jetzt bei diesen Filmen, die ja auch eine eindeutige Handschrift in diese Richtung tragen? Oder nimmst du das wahr, dass da vielleicht noch mehr Leute sind, die dieses Gefühl, was du transportieren willst, auch transportieren wollen? Also ich habe das, als ich die Filme gemacht habe, jedenfalls in Deutschland, nicht wahrgenommen gehabt. Ich kannte auch diese Bewegung nicht. Ich kenne sie erst durch dich. Ich habe das natürlich schon wahrgenommen, auch im Film, im Allgemeinen, dass es diese Filme gibt, dass es diese Art von Erzählen gibt. Aber hier in Deutschland habe ich mich da schon als Einzelkämpferin eher gefühlt, also oder als Kämpferin mit meinem Team. Jetzt, wo du das ein bisschen kennengelernt hast, würdest du sagen, du fühlst dich dem zugehörig oder sagst du distanzierst dich da davon und bist dein eigenes Ding? Weil dieses Schubladending hat natürlich seine Gefahr auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn Ihnen jetzt diese Filme gefallen haben, könnten Sie halt vielleicht auch die anderen Filme dieser Art interessieren. Das steckt ja ein bisschen da dahinter. Nö, ich möchte mich nicht davon distanzieren, weil das, das ist ja etwas, was sich vor allen Dingen eben mit Sinnlichkeit, mit Körperlichkeit und mit Poesie beschäftigt. Und das finde ich toll. Also davon möchte ich auch selber mehr sehen. Und das ist was, was ich auch weiter machen möchte. Ich sehe das jetzt nicht so, es gibt ja auch einschränkendere Labels, aber das finde ich völlig in Ordnung. Freut mich. Jetzt weitere Fragen oder auch Kommentare zu den Filmen, die Sie gesehen haben. Wäre jetzt die Gelegenheit. Mich würde auch noch interessieren, weil du hast ja mit Isabel Schuber, die jetzt schon ein paar Mal erwähnt worden ist, Sie kennen sie vielleicht auch, Männer zeigen Filme und Frauen ihre Brüste, war ihr großer Film, den sie in Cannes gedreht hatte, der auch große Erfolge gefeiert hat, mit dem sie auch hier war. Sie ist ja so ein bisschen die Vorkämpferin quasi für diese Bewegung jetzt, dass eben Frauen im Film stärker wahrgenommen werden, so hat man zumindest das Gefühl. Mhm. Kannst du noch ein bisschen was erzählen? Dieses Mentoring-Programm Into the Wild, das wurde ja auch groß gefördert, das wurde als so das Beispielprojekt wahrgenommen, wie im deutschen Kino eben sich die Rolle von Frauen verändern kann. Kannst du erzählen, was da dahinter steckt und was dich persönlich, was du am meisten da mitgenommen hast? Ja, gerne. Also ich fand, es ist ein ziemlich gutes Programm. Also es funktioniert folgendermaßen, man konnte sich bewerben mit einer Idee für einen Film, also für einen Spielfilm. Und dann wurden aus den Bewerbungen, ich glaube, 12 Stoffe ausgewählt, an denen hingen insgesamt 15 Leute. Also man konnte sich auch zu zweit bewerben als Regie-Autoren-Duo oder als Regie-Kamera-Duo. Jeder hat 1 bis 2 Mentorinnen bekommen. Das sind Frauen, die in der Filmbranche schon sehr weit sind. Also das sind Produzentinnen oder Agentinnen oder Schauspielerinnen. Und die konnten wir quasi ein Jahr lang nerven.
Zusätzlich. Wen hast du bekommen? Meine Mentorin war Maria Furt-Wengler und ihre Produzentin, mit der sie eine Produktionsfirma zusammen hat, Grit Fischer. Und also das war der eine, so der, das eine, sagen wir mal, die eine Säule des Programms. Und dann gab es aber auch noch die andere Säule. Und zwar sind wir am Anfang zusammen weggefahren für 2 Wochen in ein Drehbuchcamp, wo wir mit jeder hatte eine Dramaturgin, mit denen an dem Buch weiterentwickelt haben und uns eben untereinander auch kennengelernt haben. Und daraus ist ein sehr tolles Netzwerk auch entstanden. Also es gab auch noch Workshops, um das noch kurz fertig zu erzählen, wo wir irgendwie dreimal ein Wochenende kamen Leute, das war auch offen, da konnten auch andere Leute hinzukommen, die sich dafür interessiert haben. Ganz unterschiedliche Frauen waren das. Das waren Coaches, eine Rechtsanwältin, dann war es irgendwie eine Regisseurin oder also eine Redakteurin, also ganz unterschiedliche Leute, die uns eben einen Einblick in ihre Arbeit gegeben haben. Und bei all dem geht es ja vor allen Dingen auch darum, irgendwie eine Möglichkeit zu bekommen, durch diese Tür zu kommen und eben nicht eine von den 97% zu sein, die irgendwann aufhört, Regisseurin zu sein. Wie hat sich das finanziert, dieses Projekt? Das war finanziert von den meisten Film, also NRW war auf jeden Fall drin, dann die Filmhochschulen haben Geld reingegeben und auch noch andere Filmstiftungen, Kuratorium, also es hat sich so zusammengesammelt. Aber was es für mich eigentlich am tollsten gemacht hat, also das war irgendwie alles natürlich spannend, für mich war das ein riesiger Schock auch auf eine Art, weil ich kam eben aus der KHM, die dann doch sehr künstlerisch ist und sehr wenig Fokus auf Business und die Zeit nach dem Studium legt. Und das war so, okay, alles klar, es gibt noch eine völlig andere Welt und die ist gar nicht so unwichtig für mich. Aber was ich wirklich am tollsten daran fand, war tatsächlich die anderen Frauen kennenzulernen. Einfach dadurch, dass man andere Regisseurinnen trifft, die mit denselben Problemen kämpfen, die irgendwie auch Geld verdienen müssen, auch ihre Jobs, ihre Projekte voranbringen müssen, die einem vielleicht auch mal sagen, hey, ich kann gerade den Job nicht machen, willst du ihn nicht machen? Und aber auch einfach nur, mit denen man zusammensitzen kann und sich irgendwie nicht so alleine fühlt. Und klar, also natürlich kann man sagen, im Studium machen das doch auch viele, aber das war irgendwie für mich anders. Es waren auch in dem ganzen Spielfilmbereich, wo ich studiert habe, waren nicht so viele andere Frauen. Und also insofern war das für mich schon nochmal eine sehr tolle Erfahrung. Und hat mich, glaube ich, auch, also ich kenne viele, viele Frauen, mit denen ich studiert habe, die auch jetzt schon aufhören so und das nicht mehr weitermachen, weil sie es einfach zu schwierig finden. Und das hat mir schon auf jeden Fall auch einen starken Rückhalt gegeben. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Letzte Chance von Ihrer Seite? Oder wie es Ihnen gefallen hat? Auch das ist ja immer noch interessant für Lilly. Aber wir wollen es auch nicht forcieren. Ich sage an dieser Stelle wirklich ganz herzlichen Dank, dass du uns diese beiden Filme nach Frankfurt gebracht hast und dass du diesen Mut, den du da jetzt reingesteckt hast, in diese eigene Handschrift, die ja wirklich eine sehr einzigartige ist, auch so weiter durchziehen kannst, dass da ganz tolle Filme folgen. Wir sagen ganz herzlichen Dank, Lilly Tautfest. Danke schön.